Gesundheitspolitik AVT von Tom Graser macht Glinster aus nämlich dem Mars di Bartolomeo. Zanter 13 Jahre geht den Service Refugee von der Caritas als enge Feuer zu mir, Schwolzer Stänge fort, sie führen allem Daylighten abruhig, die schon eng Autorisation hun, für hier im Land zu bleiben. Handert dem Projekt, den Haut offiziell vorgestellt gauf, steht die Kehre auf ein anderes Konzept. Am Foyer Saint-Antoine auf der Erler Straße gehen nämlich Flüchtlinge logiert und enkadriert, die nach an der Asylprozedur dran sind, die dem nur noch am Ungewissen sind, ob sie nicht müssen zurück an ihr Heimisch gehen. Monikata, die wird die neue Zusammenarbeit zwischen Caritas und Familienminister, die, so hoffen die Responsable, auch an andere Letzbuer Gemenge kein Schulmann. Mit ungewöhnlich viel Tamtam und am Kader von einer ganz feierlichen Zeremonie und der Grande Chasse Maria Therese an den Erzbischof Fernand Frank teilgeholt haben, ist der Mann in den neuen Foyer für Demandeur d'Asyl angeweiht worden. Hier ist Platz für 75 Leute an der Asylprozedur. Sie sind an der Regel schon ein paar Tage im Land, aber das noch nicht klar, ob sie auch dürfen bleiben. Die Responsable vom Service Refugee von der Caritas haben meistens von Anfang an Kontakt mit den Konzernierten und so können das hier nur besuchen am Foyer Saint-Antoine logiert gehen. Ein Kriterium ist zum Beispiel, dass Leute an der Stadt eine berufliche Ausbildung kriegen oder an die Schule gehen. Agene das komplette Encadrement, das ist ein Premier für Lützebusch. Caritas hat drei Leute gestellt, die sich quasi fulltime um Demandeur d'Asyl bekümmern. Il y a vraiment un staff professionnel pour assurer un encadrement, un accompagnement. Les gens qui sont ici seront des gens, les demandeurs d'asile, connus et suivis. Suivis jusqu'à certaines limites, bien sûr, on leur laisse aussi leur liberté, mais l'intérêt c'est de répondre à leurs besoins. Quelqu'un qui a besoin d'aller à l'école, on fera coûte que coûte tout pour qu'il puisse aller à l'école. Quelqu'un qui veut suivre un cours, on veillera à ce qu'il trouve une place pour suivre un cours, mais aussi on veillera à ce qu'il aille régulièrement au cours. Den Aufenthalt zu Lützebüch, auch wenn er vielleicht nur eine paar Monate dauert, soll ihnen etwas für die Liebe bringen, so die Responsable, die auch unterstreichen, dass hier allmögliche Nationalitäten, von Afrikaner bis Russen, werden zusammenleben. Die ausgeheuerte Franziskanerinnen gehen bis jetzt als Altersheim genutzt, hat aber nicht mit den nötigen Komfort und dem nur eine neue Affektation. Caritas und Familienminister lohnen nicht zusammen und hoffen, dass diese Foyer auch die anderen Gemengen am Land motiviert, ähnliche Projekte zu akzeptieren. Dass ganz viel, dass da eben die Bevölkerung auch nicht durch viel enchantiert, dass wir, ich meine, man muss einfach eben noch probieren, über die Zeitung selbst, aber den einen und den anderen Projekt in der Zukunft noch zu realisieren. Wenn ihr heute seid, die Mama mit einem kleinen Puppeltchen, dann fällt es mir aber schwer zu leben, das liegt nicht bereit für so leck bei sich und ihrer Gemeinschaft auch abzuhalten. Und es ging effektiv nach viel einer Foyer gebraucht die Länge für die 75 Plätze auf der Erler Straße, gut Caritas 150 Demonten. Von einem bekannten Aktrice